Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute U21, Deutschland ist Europameister. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das EM-Finale in der slowenischen Hauptstadt mit 1:0 gegen Portugal gewonnen und sich damit zum neuen Europameister gekrönt. Stürmer Lukas Metscher schoss nach starker Vorarbeit von Riedle Baku das Siegtor für die Mannschaft vom Bundestrainer Stefan Kuntz. Für Deutschland ist es nach 2009 und 2017 der dritte U21-EM-Titel. Stefan Kuntz und die deutsche U21-Nationalmannschaft haben sich mit einer mitreißenden Finalvorstellung den Traum vom EM-Titel erfüllt. Die Auswahl des Deutschen Fußballbundes gewann in der slowenischen Hauptstadt ein hochklassiges und temporeiches Endspiel gegen den Angstgegner Portugal verdient mit 1:0 und krönte sich zum dritten Mal, wie gesagt nach 2009 und 2017 zum Europameister. Metscher von RSC Anderlecht, der mit insgesamt 4 Treffern der beste Torschütze des Turniers wurde, sorgte für den umjubelten Treffer in der 49. Minute. Für die DFB-Elf war es im dritten Endspiel in Serie unter Erfolgscoach Kuntz der nächste Triumph nach 2017. Wenige Tage vor der Europameisterschaft der A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sendete der deutsche Fußballnachwuchs vor 4.883 Zuschauern ein eindrucksvolles Signal, dass trotz viel Kritik auch viel Qualität vorhanden ist. Die Auftritte in Ungarn und Slowenien dürfen auch Löw-Nachfolger Hansi Flick freuen. Im Gegensatz zur goldenen Generation mit dem späteren Weltmeistern um Manuel Neuer, also ihr werdet Europameister im Jahr 2009 und deren Nachfolger um Serge Gnabry 8 Jahre später, zählte die 2021er Auswahl vor dem Endrundenstart nicht zu den Titelkandidaten. Immer wieder hieß es sei nicht der stärkste Jahrgang. Die Marktwertvergleiche mit Top-Nationen nervten die Spieler mitunter. Als Turniermannschaft par excellence kämpfte sich die DFB-Elf aber trotzdem bis ins Finale. In einer schwierigen Gruppenphase und einem packenden Elfmeter-Krimi im Viertelfinale gegen Dänemark musste die deutsche Mannschaft Widerstände überwinden und das war auch im Endspiel erstmal der Fall. Die flinken und technisch versierten Portugiesen erwischten den besseren Start. Ein Schuss von Thiago Thomas ging knapp vorbei. Amos Pieper rettete in höchster Not gegen Diogo Dalot. So, das war's schon wieder mit dieser Folge von Einfach Wissen. Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr das EM-Finale verfolgt? Wenn ja, fandet ihr, es war gerecht? Wir sind Europameister. Bis zur nächsten Folge und ciao.